Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute sitze ich hier mit meinem Tee und möchte mit euch ein bisschen über Make-up sprechen und eine neue Limited Edition mit euch zusammen testen. Und zwar geht es heute um die neue Limited Edition von Rival Loves Me und zwar um die Take Care of Yourself Limited Edition. Und ich möchte mit euch gerne wieder mal über Konzepte sprechen, über Produkte, warum Produkte da sind und so weiter, weil mir das sehr viel Spaß macht. Ich bin sehr dafür fertig gemacht worden, als ich das das letzte Mal getan habe. Das habe ich auch schon im Video am Montag gesagt. Aber dafür bin ich hier. Nicht dafür, dass meine Meinung die allgemeingültige Meinung ist und auch nicht, weil ich behaupte, dass meine Meinung die ist, auf die man hören sollte oder die einzig richtige oder meine Wahrnehmung die einzig richtige ist. Nein, ich bin hier, um mit euch zusammen über Make-up zu sprechen und verschiedene Ansichten zu hören, verschiedene Meinungen zu hören, weil ich das super spannend finde und nicht, weil ich mich hier als allwissend und allmächtig darstellen möchte, weil das einfach super viele Leute beim letzten Mal nicht verstanden haben, dass zwischen konstruktiver Kritik und Beleidigung es sehr wohl einen Unterschied gibt. Falls ihr also Lust habt, ein bisschen mit mir über Make-up zu reden, zu diskutieren und uns einfach zusammen auszutauschen, dann freue ich mich, dass ihr heute hier seid. Und falls ihr heute vielleicht das erste Mal dabei seid, hallo, ich bin Sarah Isabel und ich lade hier dreimal die Woche Videos hoch, immer rund um das Thema Beauty und Make-up. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist. Du kannst mich gerne kostenlos abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt geht's los. Ich fange mal an zu erzählen und währenddessen mache ich mich schon mal ein bisschen fertig. Ich benutze von Isana aus dem Adventskalender die Day Cream and Primer Glow and Shine. Mag ich sehr gerne. Heute ist Samstag, ihr seht das Video am Mittwoch und ich habe die Limited Edition heute Morgen im Rossmann gekauft. Online habe ich sie mal wieder nicht gefunden. Also man muss wirklich sagen, in den letzten Monaten ist mein Rossmann sehr, sehr schnell, was das Aufstellen der LEs angeht, auf jeden Fall. Aber ich habe euch wieder den gesamten Aufsteller abfotografiert. Ihr seht, der Kabuki Brush, der enthalten sein soll, ist nicht im Aufsteller enthalten gewesen. Das war zuletzt eigentlich immer so, dass irgendein Produkt oder manchmal auch zwei direkt beim Aufstellen gefehlt haben. Ich habe dementsprechend alle Produkte aus der Limited Edition gekauft, außer der Kabuki Brush. Er war ja gar nicht da. Und jetzt einmal zum Namen: Take Care of Yourself. Ich habe tatsächlich die Limited Edition als Bild zugeschickt bekommen. Ich trage mal eben ein bisschen Concealer auf. Da benutze ich jetzt einfach den True Skin Concealer. Ich mache auch gar nicht viel, denn wie gesagt, heute ist Samstag. Ich arbeite eigentlich ja jeden Tag in der Woche und heute steht eigentlich nur ja, das Video hier an und ganz viel Schreibtischarbeit. Jedenfalls habe ich das Bild der Limited Edition mehrfach zugeschickt bekommen von euch, weil ihr im Rossmann wart und dann natürlich direkt an mich gedacht habt. Das finde ich immer mega, mega süß. So bleibe ich natürlich auch auf dem neuesten Stand, wenn ich selber mal irgendwas übersehe. Ich muss sagen, ich habe den Namen gelesen und dachte so, ach, das klingt ja süß. Das ist bestimmt irgendwas mit Pflege oder Skincare oder vielleicht so eine Gesichtsmaske. Habe ich direkt damit verbunden. Als ich dann die Produkte mir genau angeguckt habe, muss ich wirklich sagen, war ich schon wieder so ein bisschen verwirrt, weil ich mich gefragt habe, was hat jetzt eine Augenbrauenseife, ein Lippenöl, ein Kabuki-Brush und ein Nagellack, und ein Puder miteinander gemeinsam. Es gibt nämlich ein Puder in der Limited Edition. Es sind 20 Gramm enthalten. Und das Puder hat vier verschiedene Farben: rosa, gelb, weiß und grün. Das heißt, es ist so eine Art Color Correcting Powder für alles Mögliche in eurem Gesicht anzuwenden. So sieht das Ganze dann aus. Es kommt halt in diesem Würfel. Das gab es auf jeden Fall so auch von Catrice schon mal. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das nicht so dosieren kann, dass man sagt, ich will jetzt nur das Rosa, ich will nur das Gelbe. Vielleicht könnte man es so auf die Seite kippen und dann immer nur das, was man haben möchte, unten haben. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Was ich cooler finde, ist, wenn es so Multicolor-Dinger sind, dass man so ein Teil so weiter drehen kann, dass dann immer nur eine Öffnung quasi da ist. Das finde ich immer ein bisschen besser. Ich versuche mir jetzt mal ein bisschen was von dem Weißen
und von dem gelben Puder rauszuholen. Wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Ich habe auch noch rosa und grün mit bei. Aber egal. Ich mag loses Puder gerne, wenn man das gut dosieren kann. Das hier ist ein bisschen eine Sauerei. Ich gebe das jetzt einfach mal... Oh, das war ein bisschen viel. Ich gebe das jetzt einfach mal so ein bisschen über die Stellen drüber, die ich halt abpudern würde. Mit so einem No-Make-Up-Make-Up-Look. Okay, also ich glaube, das ist wie diese Color Correcting Puder, die so in fester gepresster Version sind, mit unterschiedlichen Farben, dass man dann wirklich das gar nicht so sieht, die einzelnen Farben. Und das so eine allgemeine Color Correctende Wirkung quasi hat. Ich finde, es sieht um meine Augen unfassbar schön aus. Also es zeichnet auf jeden Fall sehr, sehr weich. Jedenfalls, um darauf zurückzukommen, dann dachte ich aber so, Moment mal. Wofür nutzt du denn Make-up auch? Um dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, was es da für Produkte gibt. Alles, was enthalten ist, passt. Kommen wir jetzt zu den Augenbrauen. Und da benutze ich jetzt einfach diese Brow Soap aus der Limited Edition. Catrice hat jetzt ja auch eine im neuen Sortiment. Ich drehe den Teil, wo ich das für das Catrice Video benutze, erst morgen, deswegen kann ich das jetzt noch nicht genau vergleichen. Okay, ich finde cool, dass so ein kleines Bullybürstchen direkt mit enthalten ist, womit man das jetzt benutzen kann. Aber das ist mit so einem Kleber an den Boden festgeklebt hier und der hängt da jetzt dran und irgendwie kriege ich den nicht ab. Ich benutze auf jeden Fall das kleine Bullybürstchen, sprühe das ein bisschen an mit einem beliebigen Fixing Spray und dann gehe ich einfach nur so ein bisschen hier so durch. Ich weiß 0,0%, wie viel ich davon brauche. Ich habe das auch noch nie gemacht. Und jetzt kämme ich das einfach mal so ein bisschen nach oben für diesen Feathered Brow Look. Allerersten Mal, also don't judge me. Auch das ist jetzt halt einfach so ein richtig schönes Produkt. So, ich mache das einfach mal, mich so ein bisschen frischer zu fühlen vielleicht oder einfach, weil ich Lust habe, mir kurz einen Moment für mich zu nehmen, auch vielleicht fürs Homeoffice, für so einen Schreibtischtag, wie auch immer. Take care of yourself. Das ist das hier auf jeden Fall. Ich glaube ja, man kann zuerst die Seife benutzen und dann das Augenbrauenprodukt der Wahl sozusagen. Oder man kann erst das Augenbrauenprodukt benutzen und dann die Seife. Ich lasse das Ganze kurz antrocknen und ich gehe jetzt in die Palette von Catrice zusammen mit Maxim und gehe in die Farbe Love It rein und gebe das einfach mal so über mein gesamtes Lid, einfach um so ein bisschen Farbe heute ins Spiel zu bringen. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich mir so Gedanken überhaupt darum mache, um Marketing und um Konzepte und bla. Ich finde es einfach total spannend, da nicht nur als Endverbraucher sozusagen drauf zu gucken auf das ganze Thema, sondern eben auch einfach als ja, so eine unternehmerische Sicht darauf einfach, weil ich mich halt auch selbst schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ansonsten habe ich Love It immer nur als Topperturm benutzt, aber ich finde, es sieht auch so echt süß aus. Wir tragen jetzt noch schnell Mascara auf. Da benutze ich die aus dem neuen Catrice Sortiment, die Glam & Doll Easy Wash Off Mascara. Den Nagellack, den ich gerade trage, der kommt natürlich auch aus der Limited Edition. Und da dachte ich auch so, eigentlich echt richtig süß. Weil Nägel lackieren kann ja auch richtig schön Me-Time sein. Ich bin ein Mensch, der sehr ungeduldig ist beim Nägel lackieren tatsächlich. Und meistens nutze ich wirklich nur noch die Essence-Nagellacke und trage die halt echt in einer etwas dickeren Schicht auf. Und dann war es das so für mich. Die trocknen schnell. Ich mag auch die Nagellacke von Rebal Loves Me, diese HD oder die Neon-Lacke. Die sind auch richtig toll und trocknen schnell. Und zwar trage ich eigentlich keinen klaren Nagellack. Ich mag das einfach nicht. Ich denke mir so, wenn ich schon lackiere, dann auf jeden Fall immer Farbe und immer deckend. Auch Glitzer mag ich gerne in Kombination mit deckenden Lacken. Und ich trage jetzt den aus der Limited Edition.
Das ist der Take Care of Yourself Nail Nutrition Nail Polish. Ist in 8 ml enthalten. Und der soll pflegend sein, halbtransparent und weiche und brüchige Nägel stärken. Ob er jetzt weiche und brüchige Nägel stärkt, kann ich natürlich noch nicht beurteilen. Ich habe ihn heute aufgetragen. Und tatsächlich habe ich mir Zeit für mich selbst genommen und mir die Mühe gemacht, 3 Schichten zu lackieren. Ich wollte nämlich wissen, wie viele Schichten man lackieren muss, um das Ergebnis in der Flasche sozusagen zu bekommen. Das ist ein ganz, ganz zart lavendelfarbener Nagellack mit wunderschönen, ganz subtilen Glitzerpartikeln enthalten. Finde ich richtig schön und er ist wirklich transparent. In einer zweiten Schicht wird er halt so ein bisschen milchig, aber ich mag bei dieser Art von Nagellacken am liebsten, die so aufzubauen, dass sie so ein bisschen dicker, geliger, milchiger aussehen. Und das sind meistens 3 Schichten bei solchen Nagellacken, so wie hier auch. In 3 Schichten ist er deckend. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Gelnägeln. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal mir Zeit nehme, um 3 Schichten komplett durchtrocknen zu lassen. Wahrscheinlich dauert das ein bisschen. Und ich habe lange sowas nicht mehr getragen und es gefällt mir richtig gut. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also das ist immer noch flutschig und glitschig. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass das dann halt wieder fest wird. Geben wir dem Ganzen einfach noch einen Moment und benutzen das nächste Produkt aus der Limited Edition. Das ist das Take Care of Yourself Lip Oil. Und da gibt es 2 verschiedene Varianten. Einmal mit einem Rosenquarz Ensemble hier drin und einmal mit Amethyst. Und ich habe mir die Amethyst-Variante mitgenommen. Und das ist so ein typischer Lipgloss Roll-On. Hier steht noch drauf, das Vitamin-Lippenöl pflegt mit wertvollem Vitamin- und Jojobaöl für senfweiche Lippen und ein glänzendes Finish. Das mag ich ja persönlich sehr gerne. Es erinnert mich so ein bisschen an diese, die es früher auch so in so Zeitschriften gab, wisst ihr? Den Geruch mag ich. Glänzt, pflegt, klebt null. Und sowas finde ich halt mega süß. Auch so für die Handtasche einfach. So für unterwegs oder für die Jackentasche. Richtig, richtig schön. Also wenn man so dran riecht, riecht man es. Aber jetzt auf meinen Lippen rieche ich das nicht mehr. Manchmal, wenn das so ja auf den Lippen so einen extrem intensiven Geruch hat und sich das so in den Rachen legt oder in die Nase, dann kann ich da ein bisschen empfindlich drauf reagieren. Den finde ich auf jeden Fall aber richtig gut. Also meine Augenbrauen sind jetzt immer noch glitschig und ich habe halt echt gar keine Ahnung, ob das so sein muss. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich bürste das jetzt nochmal alles so ein bisschen nach oben. Und ergänze einfach nochmal so wie immer meine vordere Linie und so ein bisschen hier. Also meine hochgekämmten Augenbrauenhärchen hängen jetzt wieder runter, sodass es einfach alles irgendwie verschwunden ist. Und klebrig, schmierig ist es trotzdem immer noch. Also ich würde sagen, diese Augenbrauenseife gefällt mir nicht gut. Kann auch sein, dass das so muss. Schreibt mir das sehr gerne, falls ihr schon mal Augenbrauenseife benutzt habt. Ich dachte halt, dass es so hart wird und dann so in Form bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Ich finde, die Limited Edition ist sehr süß zusammengestellt, entspricht dem Thema. Und abgesehen von dem Augenbrauenprodukt ist für mich alles ein Top-Produkt. Und der Kabuki Brush ist natürlich auch toll zum Thema. Einfach so ein bisschen Make-up benutzen. Man könnte halt das Puder damit auch toll aufgeben. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!